Guten Tag, herzlich willkommen zu Captain Quiesels Comiccast. Ich bin ein Mensch mit hohen moralischen Ansprüchen an mich, an die Gesellschaft. Tja, aber dennoch herrscht in mir eine Faszination für das Düstere, das Gemeine, das Blutrünstige, das, was anderen Leuten die Gänsehaut am Rücken verursacht, das, was im Fernsehen weggeschnitten wird und vor allen Dingen das, worüber man eigentlich nicht lachen dürfte. Sprich, für dieses Comic. Johnny the Homicidal Maniac. Warnung: Dieses Buch ist nichts für schwache Nerven. Johnny the Homicidal Maniac, kurz JTHM, wurde 2010 im Juni herausgebracht. Das Ganze wurde produziert von Slave Labor Graphics, hat 168 Seiten und ist nur in Englisch erhältlich. Mit 22 Euro schlägt das Buch für seine reinen Schwarz-Weiß-Seiten doch schon ein bisschen in die Tasche, aber es ist gespickt mit kleinen Gimmicks wie VR-Charakterbeschreibungen und ein paar Skizzen und so weiter und so fort. Von daher, das ist es schon wert. Seit 2010 gibt's die Comics als Director's Cut gesammelt und in einem Heft. Wir verfolgen darin Johnny, der leicht ferngesteuert und psychisch labil durch die Gegend rennt und sich selbst liebevoll Mi nennt. Er lebt in irgendeiner abgefuckten Bretterbude in Amerika zusammen mit einem an die Wand genagelten Hasen, den Nail Bunny, zwei Werbeaufstellern in Schweineform, die Doorboys, Mr. F und D-Boy und später dann mit Reverend Meat. Jeder dieser Figuren entspricht so einer Stimme in Johnnys Kopf. Der Nail Bunny ist dabei die einzige Stimme der Vernunft, währenddessen zum Beispiel die Doorboys ihn entweder zu Gewalttaten anstacheln wollen oder ihn dazu treiben wollen, dass er sich selbst umbringt. Sein einziger Freund ist, so wie er ihn nennt, Squee, das Nachbarskind. Er verängstigt das Kind immer ziemlich stark, aber er hat nichts gegen das Kind. Squee bekommt später eine eigene Comicserie. Im weiteren Verlauf des Comics trifft Johnny dann auch auf Gott und den Teufel, dann wird's irgendwie ein bisschen sozialkritisch und auch ziemlich abgefahren. Zum Autor. Dieses Mal haben wir es wieder mit einem großen Eigenbrötler zu tun, der alles am liebsten alleine macht. Auch Leben. Die Rede ist von Jonan Vasquez. Er wurde 1974 in San Jose, Kalifornien geboren. Er ist mainly Comiczeichner, Illustrator und ein bisschen irre und der Schöpfer der meines Erachtens großartigen, ach das reicht gar nicht, Hammer, Fett, Bombe, krassen Zeichentrickserie Invader Zim. Wer die nicht kennt, anschauen. Mann, sehr geil. Leider nur 2 Staffeln, weil danach abgesetzt. Ja, ansonsten ist von dem nicht so viel bekannt. Der macht da auch keinen Hehl draus, dass er keinen Bock auf so viel Öffentlichkeit hat, aber ist ein geiler Typ. Tumblr-Seite ist in der Videobeschreibung. So, ja, zum Fazit, ne? Was kann man zu Johnny the Homicidal Maniac sagen? Dieses Comic zeigt dir die Abgründe einer Seele und wie verwirrend es sein kann, irgendwie dann doch einfach Mensch zu sein. Später im Comic wird es ziemlich sozialkritisch und man kann Johnny auf jeden Fall irgendwie verstehen, obwohl er absolut irre ist und ein Mörder. Das Artwork besticht durch seine düstere Gestaltung, große Schwarzflächen, feinste Linien und hier und da Anmerkungen des Autors, die immer ziemlich witzig sind. In manchen Panel-Rendern sind Botschaften versteckt, die man stundenlang entziffern will. Man lernt auf jeden Fall, dass es sich bei Vasquez lohnt, zweimal hinzusehen. Ich habe auch immer wieder herzhaft gelacht, wenn wieder ein kleiner Happy Noodle Boy Cartoon eingeschoben wird, die Johnny, also der Hauptprotagonist, selbst zeichnet. Für mich ist Johnny the Homicidal Maniac ein 5 von 5 Sterne Comic. Für die meisten Menschen wohl eher so ein, 2 bis 3 Sterne Comic. Es ist ziemlich wirr, der Zeichenstil ist ziemlich krass, die Gewalt findet relativ unreflektiert da statt. Und wer das nicht versteht, soll's lassen. Ich möchte die Folge aufhören mit einem kleinen Appell. Und zwar, ich möchte Invader Zim zurück. Wer will das nicht? Wir alle wollen Invader Zim zurück. Und genau aus diesem Grunde mache ich einmal einen Hashtag in meine Folge. Ich will Invader Zim zurück. Teilen. Danke. Endcard oder nicht? Keine Ahnung. Sad.